Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Videoreview bei mir auf dem Kanal mit einem älteren Lego-Set aus dem Jahr 2014 und zwar das Lego Ideas Exosuit Set mit der Setnummer 21109 mit 321 Bauteilen. Dabei sind noch zwei Minifiguren. Angedacht seitens Lego für die Altersgruppe 12+ und kostete UVP-mäßig, glaube ich, so irgendwas um die 30 Euro plus minus ein paar zerquetschte. Ja. Ganz besonders dabei sind mich die beiden grünen Astronauten. Solche grünen Astronauten, gerade mit dem alten Space-Logo, gab es nämlich nie. Das ist nämlich das Tolle dabei. Allerdings ein bisschen was weicht dann doch von den alten Space-Figuren ab. Aber, oder ich sage nicht immer ganz gerne, gar nicht mal so Space. Das sind manchmal im Playmobil, obwohl ich Playmobil bin ich auch mit aufgewachsen. Aber es hieß ja damals nicht Lego Space, sondern Legoland Raumfahrt. Ja, davon kann man es schon mal ein bisschen sehen. Der Exosuit, dann ist da noch so eine mechanische Cyber-Schildkröte dabei, ein Cyber-Turtle. Na gut, jetzt fange ich doch mit Englisch an. Ein Astronaut ist oben dann noch 1:1 abgebildet. Seitlich das ja, Exosuit-Logo mit dem Lego-Weltraum-Logo. Finde ich auch so nett, das mit angepasst zu haben. Und da sieht man auch gleich diese Referenz des Ganzen. Und auf der Rückseite nochmal das Set mit den beiden Protagonisten Pete und Eve. Ja, wer die beiden nun sind, das werden wir später sehen. Das Set hat dann auch die Lego Ideas Nummer 007. Ja, wäre schön gewesen, wenn dann auch was zu James Bond rausgekommen wäre. Aber gut, es ist ein Moonraker. Sagen wir es mal so, es ist aus Moonraker. So, dann passt das auch mit der 007 da unten. Ja, in letzter Zeit, also beim Steamboat Willie, was ja aktuell ist oder was noch kommen wird, und die Feuersteins, die haben nicht beide die gleiche Nummer bekommen, wie vielleicht man hier mitbekommen haben. Da hat sich dann ja irgendwas ein bisschen verhakt in der Kommunikationskette. So möchte ich es mal bezeichnen. So. Zack, der Deckel geht auf. Da liegen dann die Tüten drin. Man bekommt das Set auch momentan noch relativ günstig. Also ist eins der günstigeren Lego Ideas Sets, die auch noch auf dem Zweitmarkt zu bekommen sind. Ich habe jetzt 30,90 Euro oder sowas für bezahlt. Zuzüglich Porto, ganz klar. Aber das geht immer noch. Aber es, wie gesagt, sind auch nur 321 Bauteile. Da kann man schon mal die Torsen sehen. Und es ist sogar ein Teiletrenner dabei. Ja. Gelb. Gelb ist immer schön. Ich mag es immer, wenn ich gelbe Teile sehe, muss ich immer sofort an die alten Lego-Weltraum-Sachen denken. Ich baue die auch unheimlich gerne, grüne Flaschen, baue die auch unheimlich gerne gebraucht zusammen. Also, es macht einfach Spaß. Also, wahrscheinlich so diese Kindheitserinnerungen, die wieder hochkommen, man kann sie so ein bisschen fallen lassen. Dann haben wir noch eine Platte. Ja. So ein Psycho-Ding halt irgendwie. Dann noch einen Flex-Schlauch, Sproing. Und die Anleitung im... Ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen im Ideas-Stil, vielleicht eher im Architecture-Stil, so von der Klebebindung, auch von der Dicke. Ich hoffe mal, dass er hält. Man kann da oben ein bisschen sehen, da ist, sieht man so ein bisschen den Kleber. Die Klebebindungen, die lösen sich halt mal ganz gerne mal. Außen mattiertes Papier, gefällt mir sehr gut. So, und dann geht's hier los. Ich muss erstmal reingucken. Da sind dann die beiden Designer scheinbar, die das Ganze gebaut haben. Ein bisschen Geschichte zu den alten Lego-Weltraum-Sachen. Das scheinen dann die beiden zu sein. Steht jetzt irgendwie nicht. Peter und Mark. Okay. Ja, ich werde mal nachher später nochmal reinschauen, woher denn nun die Namen Pete und Eve stammen. Denn Eve ist definitiv weiblich. Also so eine Astronautin. Ja, und da kann man auch so ein paar von diesen Exosuits sehen. Anfangs war ich so ein bisschen... Okay. Achso, das ist nochmal dann die... Ja, logischerweise nochmal dann die Landessprache der Designer. Noch eine dritte Sprache. Bin ich gar nicht mehr gewohnt. Dreisprachig, okay. Das Bild hatten wir schon.
Ja gut, ansonsten, ich würde nicht sagen, dass eine herkömmliche Bauanleitung ist, denn man sieht da unten immer so noch so kleine Grafiken, da ist dann immer noch mal so ein bisschen was beschrieben, auch zu dem Anzug. Da oben auch wieder, diese Anlagen sind dann doch immer schon so ein bisschen aufwendiger aufgemacht. Der Hintergrund, man sieht, das ist halt ein dunkles Blau, nicht dieses typische Lego Hellblau. Ja, man bewegt sich wirklich dann so schon in so einem gewissen Weltraumrahmen, wo die Bauanleitung jetzt nicht angeglichen ist an oder angepasst ist an die alten Lego Weltraumbauanleitungen. So, was haben wir hier noch so ein bisschen? Achso, na gut, Bauteile. Ich möchte es jetzt nicht so hin und her falten, wie ich es mit einer normalen Anleitung mache. Und dann haben wir da nochmal so ein bisschen Lego Ideas. Und da, ja, hin und her falten. Ich knicke sie ja mal um. Minecraft war auch mal Lego Ideas. War mir gar nicht mehr so bewusst. Und da ist ja auch eine ganze Serie rausgekommen. Deswegen, na schade, beim Angelladen, dass da jetzt bislang noch nichts mehr zu hören war, was denn da nun passiert. Ob dann die anderen Entwürfe irgendwie mal das Licht des Tages bei Lego erblicken oder nicht. Na gut, okay. Ich werde mich mal, wie gesagt, schlau machen, wer denn Pete und Eve sind. Und ja, mit den beiden fange ich auch gleich erstmal wieder an. Die beiden beiliegenden Astronauten Eve und Pete sind vom Torso her und auch von den anderen Teilen her, abgesehen von den Köpfen, baugleich. Ich glaube jetzt einfach mal das Visier nach oben, dann sieht man auch ein bisschen mehr von den Gesichtern. Ja, man sieht auf jeden Fall deutlich eine weibliche Astronautin und ein männlicher Astronaut. Obwohl Pete doch ein wenig mürrisch reinschaut. Zwei Gesichter haben die beiden Figuren nicht. Die Rückseite zeige ich nochmal. Da ist alles grün in grün. Und ja, es sind typische Lego-Astronauten, wie man sie von früher kennt. Meint man, ich halte jetzt mal den roten Vintage-Astronauten daneben. Da kann man dann schon sehen, dass sich der Helm unterscheidet. Und daneben dann nochmal der pinkfarbene aus dem Jahr 2019. Auch jetzt im Vergleich zu dem Logo, was auf dem Torso aufgedruckt ist. Also das Logo auf dem Torso ist ja doch identisch. Also da kann man jetzt keine großen Unterschiede erkennen. Ich finde es schade, dass kein grüner Helm im Vintage-Stil beigelegt wurde, wie es eben bei den 2019er Sets der Fall war. Dann haben wir noch eine mechanische Schildkröte, so eine Cyber-Schildkröte mit am Start. Sieht auf jeden Fall ganz putzig aus. Obendrauf, ja, so Sensoren. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass da oben so fette Laser drauf sind. Sie hat sogar einen kleinen Schildkrötenpürzel da hinten dran. Und ja, macht sich auf jeden Fall soweit ganz gut, finde ich. Also wirklich eine ganz putzige Sache. Den Kopf kann man noch heben. Ne? Schildkröten, wenn die sich paaren wollen, dann nicken die auch mit dem Kopf. Das ist nur so am Rande. Dann ist noch etwas Ladung dabei. So eine kleine Plattform. Halt die typische Gitterfliese oder Gittergrundplatte, wie man es auch nennen mag. Sind ja schließlich auch Noppen drauf. Und es sind noch Gefahrgutfässer. Gefahrgut sage ich deswegen, weil die Dinger sehr gelb sind. Fehlt eben bloß noch so ein Radioaktivzeichen irgendwie. Ja, was das können halt dann, oder kann nachher mit dem Mech bzw. mit dem Exosuit dann halt durch die Gegend geschleppt werden. Ja, und dann natürlich so ein paar Positionslichter. Früher zu Vintage-Zeiten, da waren natürlich hier oben noch eine Noppe drauf, da gab es die runden einmal einer Fliesen noch nicht. Und das ist eben dann auch schon modernisiert. So, und dann kommen wir zu dem Hauptteil, dem Namensgeber des Sets, der Exosuit. Ich hoffe mal, so muss eigentlich jetzt ganz drauf sein. Er ist doch, obwohl seiner Filigranität, doch recht stabil. Also man kann ihn schön positionieren. Ich habe ihn jetzt erstmal in so einer normalen Ausgangsposition da stehen. Das heißt also, wir haben hier die netten Füße. Es sind sehr viele Greeblies mit dran, obwohl diese Teile doch ganz leicht mal verloren gehen. Und vor allem auch diese Schulterpartie, die ist doch sehr anfällig. Wenn man nämlich das sind hier diese T-Stücke aus dem, ich meine diese Pneumatik-T-Stücke sind das. Wenn man die zu weit reindrückt, dann hakt das so ein bisschen. Wenn man die Arme bewegt, dann platzen diese Teile halt ziemlich schnell wieder runter. Und das war doch schon ein bisschen fummelig, den zusammenzubauen. Also wegen der vielen Kleinteile. Er hat ja anfangs auch gesagt, dass man den noch recht günstig bekommt. Und ja, es liegt wohl auch daran, dass halt sehr viele Kleinteile halt dabei sind, dass man den jetzt auch nicht so, sicherlich nicht so hoch ansetzen kann. Warum auch immer. Jetzt da jeder mitzieht. Ich finde es gut, weil, wie gesagt, ich habe den für 30 € bekommen. Und dafür finde ich den jetzt wirklich ganz okay.
Jetzt kann man natürlich sagen, Exosuit gab es damals ja bei den bei der Vintage-Line ja nun nicht. Ich sag mal Vintage-Line, Entschuldigung. Also bei den klassischen Weltraum-Sets halt nicht. Zumindest halt nicht so mit diesen vielen ganzen kleinen Details mit den Fingern und diesen ganzen Anbauteilen. Die waren damals doch etwas schlichter gestaltet, die Fahrzeuge. Aber von der Thematik her, von der Zeitfindung her, ich meine, Alien kam, na gut, 86 raus. Alien Teil 2, oder hieß ja dann Aliens. Und da ist Ripley ja dann auch der Alien-Königin eben mit so einer ähnlichen Konstruktion eben aufs Fell gerückt oder auf den Pelz gerückt. Ja, dann schauen wir uns mal die Funktionen an. Also man kann die Beine spreizen, man kann dann die Füße noch schräg stellen, man kann also das Ding wirklich. Ich habe ja immer Probleme, hier die Actionfiguren hinzustellen, bei mir auf dem etwas verzogenen Tisch. Und das Ding, das steht also bombastisch. Also man kann hier wirklich die abenteuerlichsten Verrenkungen quasi anstellen. Man kann also die Arme biegen, man kann also die Ellenbogen beugen, man kann die Schultern nach vorne und hinten ziehen. Muss ich aufpassen, dass mir hier halt diese Teile an den Schultern nicht wegrutschen. Also damit ist doch dann einiges möglich. Die Hände kann man drehen. Und man kann natürlich versuchen, jetzt mal wieder in die normale Position zu bekommen. So, den auch mal wieder rumbiegen. So, Fuß einigermaßen. Jetzt steht ein bisschen X-beinig da. Ja, das Zurückbiegen. Also positionieren geht fix, aber das wieder zurückbringen in die normale Position ist dann doch wieder etwas. So, das wieder runter, den da wieder rangeklappt, den wieder runter, so, so, so und zack. So, da steht er erstmal wieder. Ja, auch mal von der Rückseite möchte ich natürlich auch ganz gerne, mal zeigen. So, ja, desto mehr man ihn bewegt, desto schlackriger werden auch dann die Gelenkpunkte. Man kann, wie man sieht, schon ganz gut mit dem Teil auch spielen. Ich denke mal auch Kinderzimmer geeignet, weil man nicht unbedingt an diese ganzen Kleinheiten halt drankommt, wenn man den jetzt positioniert. Man kann ihn auch dann zum Laufen bringen. Also auch hinten mit den Flexschläuchen ist natürlich toll, weil die sich dann eben auch mit ganz gut mit bewegen. Und man kann ihn dann eben auch zum Laufen bringen, wenn er einem dann so durchs Kinderzimmer stapft. Das geht also auch, obwohl ja die Ideas-Reihe dann doch schon mehr für den ambitionierten Sammler halt auch gedacht ist. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Spielset. Nicht so wie der DeLorean, ne? Der kam, glaube ich, doch war vorher. Ich glaube, mein ein oder zwei Jahre kam der vorher raus. Und der fehlt teilweise schon beim Sammler auseinander, weil halt manche Teile nur untergeklippt waren und dann waren diese Flexschläuche an den Seiten dran und dann durch das, weil sich die Flexschläuche natürlich dann wieder gerade biegen wollten, flogen dann die unteren Platten wieder weg, die einmal einer. Ich fand das Ding so gesehen, hatte schon große Schwächen. Also ich war von dem DeLorean oder bin von dem DeLorean immer noch nicht überzeugt. Auch von der Umsetzung her, da gab es dann auch schon einige Abweichungen dann vom Entwurfsmodell. Naja, war nicht so ganz meins. Ich mag Zurück in die Zukunft, keine Frage, aber die Umsetzung nachher fand ich dann nicht ganz so toll. So, dann kann man den natürlich auch greifen. Ach, dann ist ja ein Exosuit, ist ja kein Roboter, der halt autonom läuft, sondern der wird ja gesteuert, indem man dann eine Person reinsetzt. So, sonst kann man das Ganze hier so ein bisschen aufklappen, den Käfig quasi. Dann kann man, sag ich mal, Üf da hinten reinstellen, so. Und dann einfach den Rahmen wieder rüberklappen. Zack, dann steppt das auch so ein bisschen ein. Man muss sie also nicht unbedingt auf die Noppen stellen. Es funktioniert auch so, dass sie da also jetzt nicht rumschlackert. Bedruckt ist halt auch dabei. Ja, da unten drunter ist dann noch so eine Schubdüse. Das heißt also, der kann auch, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist auch der Verbrennungsofen. Keine Ahnung. Vielleicht kann er dann auch manchmal so für kleine Sprünge draußen halt so nochmal Schubdüsen ansetzen, dass er dann halt über die Planetenoberfläche halt hinweg springen kann. So, und dann kann man natürlich auch das Fass nehmen, zack, dann die Hände zu, die Finger zu drücken und dann hat er diese, also der Exosuit, also so gesehen ist er momentan ja weiblich, weil er von einer weiblichen Person gesteuert wird. Also die Exosuit hat jetzt dann eben auch das Fass gut in der Hand und ja, kann es natürlich auch nach unten halten und da passiert nichts. Also auch die Greiffähigkeit ist gegeben, so gesehen schon.
Ja, jetzt wo ich damit noch so ein bisschen mehr rumhantiere, gefällt mir das Set immer besser, obwohl es vielleicht so für die ganz puristischen Personen doch schon zu greebly bzw. anbauteillastig ist. Also nicht ganz wirklich so schlicht, wie halt die alten Sets waren. Und natürlich dann auch durch die besonderen neuen Helme. Das sind ja dann diese Motorradhelme, die man heutzutage in den Sets dann auch noch findet. Und ich vergleiche den jetzt nochmal direkt. Da habe schon was vorbereitet. So. Man wird sehen, Kenner der Serie oder der Reihe wissen, da fehlt doch was. Ja, der schwarze Astronaut und natürlich der blaue Astronaut. Blau wird jetzt ersetzt durch den Benny. Und ich hau jetzt einfach mal den grünen daneben. Ich lasse mal den, dass wir sie hier offen, weil ich es dann auf jeden Fall doch schon ein bisschen cooler finde. Aber natürlich dann die klassische Ausführung. Übrigens habe ich mal einen rausgesucht mit dem typischen Kinn-Crack. Allerdings wurde der schon mal geklebt. Ist auch nicht eine von meinen Figuren, sondern die hatte ich mal als Beifang irgendwo bei, genau wie den gelben. Und den schwarzen und den blauen habe ich nicht, weil ich sammle halt bloß die wirklich blau-gelbe Serie, wo also noch das Weiß noch nicht mit eingeflossen ist. Und da gab es eben bloß die weißen und roten Astronauten. Gelb kam ja später dazu mit Blau zusammen und dann Schwarz eben auch noch. Aber gut, so gesehen würde jetzt bloß der schwarze Astronaut quasi in der Reihe fehlen. Dann wären soweit erstmal die ganzen Farben halt komplett. Ja, den noch dahinter gesetzt. Gut, jetzt sieht man natürlich auch wieder schön den Unterschied. Die Platte ist nicht vergilbt. Die ist einfach in Altgrau gefertigt. Und so, dann hauen wir Eve mit dem Mac da hinten nochmal drauf und mit dem Exosuit meine ich. So, und dann kommt die Turtle noch hier vor. Jo, dann sieht das hier vor. So, sieht man wahrscheinlich jetzt nicht durch die ganzen Astronauten. Und eigentlich müsste ich die Astronauten jetzt wieder runternehmen, aber ich lasse einfach mal stehen. So, also die beiden grünen Astronauten waren dabei. Die Plattform mit 2 Tonnen, eine wird dann noch gehalten. Die Schildkröte war dabei und eben der Exosuit. Das ist eben das Set. Die ganzen anderen Figuren, die jetzt nicht grün sind, gehören nicht dem Set, war nicht bei dem Set mit beiliegend. Das nur mal kurz erwähnt. Ich als einer denke jetzt so, oh, das fällt drauf, mehr sind so viele Astronauten dabei. Man weiß ja nie. Die Leute hören ja so gesehen manchmal nicht zu. Ja, in dem Sinn bedanke ich mich vielmal fürs Reinschalten und würde mich freuen, wenn auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.